Wieha, willkommen zu einer weiteren Folge. Lasset den Ork mich abschlachten. Peng! What the fuck? Achso, das ist er nicht. Ich dachte mir gerade, wieso mache ich so viel Schaden mit dem Bogen? Was machst du da, hä? Hast du dich gebufft? Du kriegst echt nicht so viel Schaden. Sorry, aber I like it. Ich töte! Yo, klingt, als wäre in meinem Ohr. Ist aber ein Kilometer entfernt. Pam! Krusch, zackach. Da. 18. Beute. Nordlande Orks haben eine weitaus fortgeschrittene Zivilisation als ihre primitiven Vettern auf den südlichen Inseln. Das klingt ja voll bescheuert. Oder ich habe gerade voll den Knoten im Kopf. Zu Robas des zweiten Zeiten war es ihnen sogar gelungen, einen Großteil. Das ist schon richtig, ne? Aber es klingt so falsch. Okay, das sind keine normalen Blutfliegen, oder was? Ah. Wow. Beruhigt euch. Aua. Ich weigere mich, mich zu heilen. Aua. Wird das mein Ende sein, dass ich mich weigere? Nein! Sag mal. Er schlägt noch. Boah, Alter, was ist denn? Das gibt's ja wohl nicht. Da habe ich mich gerade nicht mit Ruhm bekleckert. Und konnte ich das Häschen gerade angreifen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich es angreifen konnte. Also im Sinne von anvisieren. Weil das wäre dann echt praktisch für den späteren Verlauf. Unpraktisch für den späteren Verlauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch für irgendwas gut war, der Ork. Oder ob alle Orks hier einfach feindlich sind. Ich laufe jetzt gerade ein bisschen anders ab, weil ich erst das Ufer ablaufen möchte. Tatsächlich. Ich habe das Gefühl, hier sind die Orks, wenn da schon eine Patrouille war. Deswegen bleibe ich mal lieber in Richtung Ufer. Habe ich das Kaninchen... Habe ich das Kaninchen gerade zu seiner... Schau mal, hier sind deine Freunde. Hier, guck mal. Also dieses Kaninchen verwirrt mich. Ich dachte gerade, ich hätte es zu seiner Familie zurückgebracht. Gucken irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber ja, I guess, es passt so. Es sind ja Reptilien. Es sind lange, schlaksige Reptilien. Wespenelixier.
Ich glaube, dieses Elixierzeug haben sie sich aus Witcher abgeguckt, dass das jetzt hier so groß ist. Aber ich bin halt kein Fan von zeitbasierter Stärke. Also, dass man nur einen kurzen Moment stärker ist. Das weiß ich nicht. I don't like this. Dann hört es während dem Kampf auf und dann bist du auf einmal der Dulli. Beziehungsweise bei Tränken, die sich halt einmal verwenden lassen und dann sind sie verbraucht. Da finde ich das blöd. Wenn ich jetzt so einen Buff habe, wie die Rune, die ich auf 4 habe, das ist okay. Die kannst du ja immer wieder aktivieren. Die ist nicht weg nach einmal benutzen. Ich nehme übrigens gerade sehr viel an einem Stück auf. Einfach, weil ich diesmal einen kleinen Puffer wieder haben möchte. Wenn ihr diese Folge hört, ist es zwar schon ein paar Folgen her, aber... Naja, dann wisst ihr wenigstens, warum ich vielleicht noch nicht sofort auf eure Kommentare eingegangen bin. Ah! Alles gut, Karnickel? Ja. Komm mit, Karnickel. Ich taufe dich Torben. Zufrieden damit? Torben, das Einhornkarnickel. Weiter geht's. Es war wie ein Ritterschlag mit dem Bogen. Bin mal gespannt, wie lange Torben mich verfolgt. Torben, das Kaninchen. Ja. Au. Okay. Ich konnte gerade nicht ausweichen beim ersten Mal, weil er mich trotzdem getroffen hat. Dann dachte ich mir, ich weiche jetzt früher aus. Dann war es aber schon zu spät. Da hat er mich schon getroffen gehabt. Tatsächlich, ich habe den Hasen anvisiert. Das ist unpraktisch. Torben, aus. Pfui. Ich weiß nicht, Zweihand macht mir hier mehr Spaß als Einhand. Auch wenn es nicht so zu mir passt, weil Zweihand so langsam ist. Suchst du auch die Waffe, die zu dir passt? Dann Waffenchippe jetzt. Melde dich an und mit dem Code STAHLSCHWERT15, um ein einmonatiges Abo kostenlos zu erhalten. Hier ist ziemlich viel nichts. Also da ist dieser Wachturm wahrscheinlich mit den Schmiederezepten. Oder Schmiedelehren. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Wahrscheinlich gibt er mir einfach nur Rezepte, denke ich. Haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ja, ich glaube... Also ich glaube, bis hier sind die Gebiete noch groß. Und danach wird es sehr schlauchig. Glaube ich. Da hinten ist ein Feldräuber. Wir haben schon lange keine Feldräuber mehr gesehen. Nickel verfolgt mich immer noch. Entschuldigung, ich meine Torben. Torben, Attacke!
Oh. Aua. Hopp. Wieso ist das beim letzten immer so knapp? Ich muss aber auch sagen, oh ja, na. Ich will den Kampf am liebsten immer überstehen, ohne mich heilen zu müssen. Also ich finde es blöd, wenn man sich in solchen Rollenspielen wie hier im Kampf heilen kann, ohne einen Nachteil davon zu haben. Wenn du jetzt einen Nachteil daran hast, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in rundenbasierten Spielen, in der Runde, in der du dich heilst, kannst du nicht angreifen oder sowas. Entschuldigung. Da ist es fair. Aber hier hast du ja keinen Nachteil dadurch. Und das ist irgendwie unfair. For the glory und so, ne? Du wisst schon. Nicht das mit dem Loch. Sunshine, my little sunshine. Komm mit, Tom. Ich hab schon länger nichts mehr gefunden. Kann ich dir ein Möhrchen geben? Hier, Karotte. Möhrchen. Nein, wer kann mir zugucken, wie ich ein Möhrchen esse. Hier habe ich jetzt Schiss, dass es abstürzt, um ehrlich zu sein. Verfolgt mich immer noch, okay. Ich glaube, hier gehe ich erstmal nicht rüber. Ich bleibe erstmal in dem Gebiet, in dem ich gerade bin. Wüsste eh nicht, ob ich... Ja doch, rüber kann ich, aber da drüben werde ich halt wahrscheinlich irgendwo aufgehalten. Oder das gehört noch dazu, das Gebiet. Torben? Wiesenschinder, ja, ja. Selbe Gegner, nur einfach umbenennen. Man hätte ihnen wenigstens eine andere Farbe geben können. So haben es die in Gothic 1 und 2 auch gemacht. Okay. Hallo? Was ist deine Mission? Und jetzt despawnen, ja? Das haben wir gerne. Oh, okay, hat nicht gereicht. Ich glaube, ich habe mich gerade verhört, oder? Es hat sich angehört, als wäre neben mir wie so ein Wolfsgebrüll. Löwengebrüll. Wenig Leben, oder? Kann das sein? Wenig Leben und wenig Rüstung. Mensch. Ich habe eine große Zukunft vor mir.
Ich find's komisch, dass sie dann zwar reagieren, dass ich sie abknall und nicht treffe. Aber dass sie nicht herkommen. Sie starren mich dann einfach nur an. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde, dass es die so richtig wegwedelt, aber ich feier's einfach. Ja gut, so ein Pfeil oder so ein Bolzen hat ja einen übelsten Zug drauf, aber ich glaube, das, was so rumgeschleudert wird, glaube ich nicht. Oh, danke, Torben. Ich sehe hier kein Belial-Artefakt. Ich meine, wo kann ich das Kaninchen denn hinbringen, wenn es nicht zu seiner Familie will? Weil da war vorhin tatsächlich eine Kaninchen-Horde, Herde, was, wie nennt man das bei einer Kaninchen? Bei Kaninchen? Schar? Herde? Was haben wir noch? Herde? Schar? Herde, oder? Nee. Ein Wort fehlt mir, glaube ich, dass es ist. Also mir fehlt genau das Wort, dass es ist, glaube ich. Das klingt genauso blöd. Ja, da hat mein Brain kein Gehirn. Warte mal. Oh nein. Na. Oh. Ich muss mir im Kopf behalten, dass das eine Animation hat. Das, was mir mehr Schaden macht. Ich muss auch sagen, dass das Moveset cool ausguckt von dem Zweihänder. Wie er so richtig draufhaut mit seinem Überkopfschlag dann auch. Ich lobe das. Oder was heißt loben? Ich bin zu positiv dem Spiel gegenüber. Glaube ich, für manche. Also werde ich, glaube ich, für manche sein, denke ich. Aber ich sehe das halt sehr pragmatisch oder objektiv. Das, was gut ist, oder das, was Spaß macht, kann man durchaus als gut bewerten. Man muss ja nicht immer nur über die schlechten Dinge herziehen, wie zum Beispiel, dass das Questdesign für den Arsch ist. Es funktioniert, das Quest-System. Aber es ist halt sehr... Ja, es hat wenig Einfallsreichtum. Es ist sehr, sehr gleich. Eigentlich läuft alles darauf hinaus, dass ich was umbringen soll. Feldräuber durch die Fühler schon ewig weit weg erkennst. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Puh! Da hinten sind nochmal Blutfliegen, die ich nicht gekillt habe. Ich glaube, die hole ich mir schnell. Weil dann kann ich das als abgehakt anerkennen hier, dass hier nichts mehr ist. Ja.
glaube, einfach so in die Gegner reinzugehen, fehlen mir die Nahkampftalente. Aua. Es sind noch zwei, naja. Vielleicht schaffe ich's. Nein. Easy. Not even close. Ich war aber auch gerade verwundert, dass dieses Sprinten aufgehört hat. Anscheinend kann man nur eine Rune gleichzeitig aktiv haben. Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Turm, bevor ich da zu den Orks reingehe. Das wird ja die Höhle von denen sein, von der mir erzählt wurde. Oh, du bist nicht feindlich. Mensch, geh weg. Was willst du? Hier ist Orkland. Hier wohnt Shurak, geh weg. Ich feiere es gerade, dass das die Stimme aus Gothic 3 ist. Die ist zwar hier anders und anders verändert. Das klingt auch wieder total schlau. Aber es ist derselbe Synchronsprecher. So, das wollte ich sagen. Ich bin schnell wieder weg. Ich suche nur ein Buch. Buch. Och, das Menschending. Das ist gut für das dunkle Geschäft. Dunkles Geschäft? Was für ein dunkles Geschäft? Es gibt das helle Geschäft und das dunkle Geschäft. Das Menschending ist gut für das dunkle Geschäft. Er meint Kacker. Schön weich. Hell, dunkel, sonst geht's gut, was? Her mit dem Buch, sonst lernst du das rote Geschäft. Nein, ist Shurak sein Buch. Dann sind es auch Shurak seine Schläge. Ja, das Karnickel wird mir gerade zum Verhängnis, weil ich nur das anvisiere. Was soll das? Nimm das Ding. Das Buch. Weg damit. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, der arme Ork. Warum nicht gleich? Boah, meine Güte, das stinkt aber widerlich. Ja, weil es fürs dunkle Geschäft verwendet wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, er meint mit helles Geschäft Pippi und mit dunkles Geschäft Kacker. Jo, schaut schon wieder sehr vielversprechend aus. Das hab ich nochmal an. Ja, ich verliere Mana und Magiekraft. Aber overall ist das Ding schon besser. Ich glaube, das kann ich mal ausnahmsweise einbüßen. Mein Fernkampfschaden ist halt das, was ich in die Höhe pumpe wie ein Geisteskranke. Wer bist du? Bist du der Ork, den ich schon gekillt habe? Schaust aus wie der. Ja. Why? Ich hab dich schon getötet. Oh Gott. Oh Gott. Karnickel. Wieso war der Ork nochmal da?
Das ist ein Bug, kann das sein, dass ich den für eine Quest brauche? Und deswegen taucht er so lange auf, bis ich die Quest habe. Ist das möglich? Ich habe die Insignie ja sogar schon an, die er gerade gedroppt hat. Weil es ist auch nur er respawnt, seine Meute nicht, mit der er zuerst unterwegs war. Wieso gibt es eigentlich so viele verschiedene Wörter für Ansammlungen von Lebewesen? Meute, Horde, Pack, Schar, Armee. Aua. Also Torben, langsam weiß ich nicht, ob ich glücklich über deine Gesellschaft bin, wenn ich dich ständig im Kampf anvisiere. Ich finde es auch gut, dass der das da hinten zwar bemerkt, aber nicht herkommt. Oh. Ich glaube, jetzt dürften wir langsam die Pfeile ausgehen, weil ich baller echt viel jetzt mittlerweile. Dieser Nahkampfangriff von denen ist irgendwie bescheuert. So. Nein. 88 Pfeile habe ich. Und dann kann ich die Jagdpfeile anfangen zu verwenden, mit denen ich noch mehr Schaden mache. Vielleicht ist das der Unterschied. Es gibt nur eine Art von Bolzen. Aber mehrere Arten von Pfeilen? Vielleicht ist das der Unterschied? Dass die Bolzen halt die stärkere Standardmunition haben, aber die Bögen die stärkere Spezialmunition? Mir fehlen auch so schöne Gewittergeräusche, um ehrlich zu sein. Es ist immer nur Regen. Na gut, dann gehen wir mal zu den Orks. Ich denke mal, die werden auch mit mir reden. Was? Mensch? Halt! Niemand rein vor zu. Mach das Tor auf, ich muss mit Erhag reden. Tor zu. Erhag drin. Du draußen, ich dazwischen. Gut kombiniert. Was hindert mich daran, dir eins in die Fresse zu hauen? Spielst du hier die Wache, oder was? Spielst du hier die Wache, oder was? Ja. Niemand rein, niemand raus. Was hindert mich daran, dir eins in die Fresse zu hauen? Nix. Aber Tor wird zu. Ich mag den Ork. Dann mache ich das Tor eben selbst auf. Tor zu, von innen. Ich befehle, Diener Daruk öffnet. Daruk? Diener? Was meinst du? König Erhag gibt Ogbosch Diener. Ogbosch ruft, Daruk hört. Aha. Was muss ich tun, damit Daruk das Tor aufmacht? Du nett zu Ogbosch. Holst Skaboos von Melok. Wer ist Melok? Skaboos? Melok? Ich verstehe kein Wort. Langsam.
Fürmensch, Skabus, Schnaps, Melok, Schamane. Macht's Skabus. Melok weg, Augbusch ohne Skabus. Ich bring dir den Schnaps von Melok und du sagst Daruk, dass er das Tor aufmachen soll. Richtig? Schlau, sehr schlau. Orkblut in Mensch, bisschen. Orkblut? So ein Quatsch. Wo ist Melok? Geflohen, versteckt. Süden. Wahrscheinlich über die Brücke. Hinter Fluss. Süden da, wo nicht Norden. Ja. Du verstehst. Ich verstehe. Ich finde den cool. Ich besorg dir deinen Skabus. Ich finde ihn cool. So, Torben, ich versuche jetzt vor dir wegzurennen, ja? Also der ist mir sympathisch, dem würde ich nur ungern auf die Fresse hauen. Ich muss schneller weg. Torben kommt. Da-dum. Da-dum. Da-dum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 . Ja, kommt vielleicht doch nicht hinterher. Bin ich jetzt zu schnell gewesen, ja? Gut. Dann habe ich ihn vielleicht nicht mehr im Kampf. Und wir sehen da nicht mehr an. Ich mochte Torben, aber was zu viel ist, ist zu viel. So, ich soll doch am Flussrand oder See oder irgendwie sowas, da waren doch Pflanzen, die ich mitbringen soll. Was bist du? Ah. Die schauen jetzt ein bisschen anders aus, wie schwarze Goblins, zumindest der gerade eben. Kann doch nur ein Texturbug gewesen sein. Nein, Torben ist wieder da, habt ihr es gesehen? Okay, anscheinend hat die KI echt was drauf, wenn sie selbst über die Entfernung kein Problem hat, mir hinterher zu laufen. Na gut, das darf man bei einem Spiel erwarten, was so neu ist wie das hier. Also zu diesem Zeitpunkt, als es neu war. Oh, kommt ihr hier nicht hoch? Mensch, das ist aber blöd. Sag mal, vermehrt ihr euch? Ah, okay, sie despawnen auf jeden Fall. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal, ne? Dass sie despawnen, wenn sie mich nicht angreifen können. Eben, dass ich das nicht ausnutzen kann. Aber dann müssten sie halt auch ihr Leben regenerieren. Okay, der ist jetzt weg. Hat dir das gefallen, Torben? Gut. Warte mal, Torben, du hast deinen Kopfschmuck verloren. Gut, weiter geht's. Da haben wir einen Wegpunkt. Ah, da ist eine Hütte. Da könnte der Schamane doch drin sein, oder? Die Frage beantworten wir, wenn wir da hingehen. Ihr wisst es, ich gehe erstmal ewig rum außen rum.
Das ist auf jeden Fall Snapperkraut. Das will sie nicht haben. Hat es denn eigentlich noch einen Effekt, wenn ich das so esse? Nein, es ist nicht unteressbar, das also nein. Ich stuck. So. Hier erscheint mir aktuell auch viel nichts zu sein. Nichts und davon viel. Steht ihr? Rippe. Oh. Okay, das ist faul. Dass die Ripper einfach nur Wildschweine sind. Das ist faul. Ah, ah. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt dran stehe und sage, das ist absolut faul und dämlich. Aua. Mana ist empty. Oh, ich bin voll rein. Aber dadurch, dass ich in der Rolle war, habe ich irgendwie kein Damage bekommen. Also das ist sogar ein dicker Minuspunkt für mich. Finde ich. Dass die Ripper wirklich denselben Skin haben wie Wildschweine. Mm-mm. Man hätte es ja wenigstens ein bisschen größer machen können. Die Hörner weg oder die Haare weg zum Beispiel. Aber so, mm-mm. Nee, Eckhart. Hi. Ich find's ja schon schlimm, dass die Löwengeräusche machen. Oh, man kann das Häschen doch töten. Torben ist sterblich. Ich habe das all die Jahre nicht gewusst. Er hat es mir verheimlicht. Geht's dir gut, Torben? Du regenerierst aber dein Leben, oder? Weiß ich nicht. Jetzt gedacht, wir sind vielleicht schon weiter. Naja, viel passiert nicht. Wie es weitergeht, erfahren wir dann aber in der nächsten Folge. Hätte ich gesagt. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns bis dahin.